So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Euer Bergi wieder in Skyrim unterwegs und wir stehen immer noch vor dem Ödsturzhügelgrab und erkunden dieses jetzt. Ich bin gespannt, was uns hier, oder was hier auf uns wartet. Ich denke mal, ihr auch. Wir werden sehen. Spannend wird's auf jeden Fall. Ich versuche natürlich wieder reinzuschleichen, den so von mir geliebten Überraschungseffekt. Okay, ich sehe da hinten schon mal ein paar Banditen. Hier vorne sind ein paar tote Tiere. Eine ganze Menge. Oh, sieht das toll aus, ne? Wenn da der Wind so reinpfeift. Ich würde ganz gerne mal ab. Die Drecksviecher. Ach, hier ist ein Abenteurer. Ein Toter. Oder ein Bandit, den haben sie selber erschossen. Nehme ich mal mit. Ich will mir gerade mal einen Überblick verschaffen, wie viele hier denn sind. Sieht echt nur nach zwei aus. Dann kann ich doch hier ein bisschen aus sicherer Distanz. Einer ist tot. Nummer zwei geht sofort. Hinterher. Bringe die goldene Klaue in deinen Besitz. Ich glaube, mehr sehe ich hier gerade nicht. Mehr sind da auch nicht, okay. Muss mal ein bisschen schauen, ob wir nicht irgendwas hier liegen lassen, aus Versehen. Oh. Den haben sie da ermordet und lassen sein Geld noch drin. Oh, den hat sie echt bitter erwischt hier. So, was haben wir denn hier in der Truhe? Die liegen beide übereinander. Okay, gucken wir mal, ob ich... Oh, Vorsicht. Okay. Sehr gut. Gold, will ich eine Fackel mit? Ich nehme mal eine mit, wer weiß, ob es so dunkel ist. Die liegen übereinander, habe ich wieder gut erwischt. Den Jagdbogen brauche ich nicht. Habe ich jetzt beide... Ja, auch Gold, genau, das wollte ich. Ich laufe mal langsam. Versteckt. Ich will nicht wissen, was hier alles kreucht und fleucht. Okay, hier ist nichts. Was ist das denn hier? Alles klar. Menschen hört man ja meistens vorher reden. Das ist ganz vorteilhaft. Okay, irgendwas rührt sich hier. Das scheint eingestürzt zu sein dort. Da sind Tote. Warum ist hier alles tot? Okay, das sieht ein bisschen bewohnt aus hier. Steht auf jeden Fall ein Schrank. Liebe Leute. Scheiß Leintuch, was soll ich damit? Okay. Alles nicht geheuer hier. Fällt Dreck von oben runter. Das ist nur Feuer. Da ist einer. Ich sehe ihn. Aber er ist tot. Der ist tot umgefallen. Aber warum? Hallo? Was ist mit dem denn? Der ist eben tot umgefallen.
Okay, was... Wie war das mit den Rätseln gleich? Da oben sieht man, glaube ich, wie es sein muss. Ganz links ist die Schlange, oder? Schlange. Da, das ist in der Mitte gewesen, das ist rausgefallen, also wieder Schlange. Und rechts ist der Delfin, oder was das sein soll. Hab ich recht? Ach, hier ist der Hebel. Ich habe trotzdem ein bisschen Panik. Da geht's auch nach unten. Okay, was haben wir denn hier? Seelenstein. Diebe. Taschendiebstahl verbessert. Ich nehm's mal mit. Okay. Ich würde bald sagen, ich ziehe lieber mal, wenn irgendwas um die Ecke kommt, doch mal eine Axt und mein Schild an. Ich will mich ja nicht gleich wieder schlagen lassen. Mit meiner dünnen Lederrüstung ist es auch nicht so sinnvoll. Kommt dem wieder. Brust. Hab ich sie? Sind sie alle tot? Ne, da kommt noch eins. Also in den Höhlen hast du echt überhaupt gar keinen Überraschungsangriff. Rolle des Feuerballs, da kann ich einen Feuerball trainieren. Schwache Lähmung des Gifts. Leinentuch, was ein Quatsch. Ist hier keine Truhe oder sowas? Sieht nicht so aus. Kommt da jemand? Seid ihr das? Hagner? Björn? Solin? Oh oh. Ob sie mich gehört haben? Ich probiere sie wieder zu überraschen, Leute. Geld hat noch Knochenmehl und 6 Gold. Ich werd verrückt. Was ist das hier? Okay, das ist nichts. Ich höre die doch so gut und so klar und so deutlich. Die müssen doch irgendwo sein. Sowieso alles voll mit Spinnennetzen. Hier siehst du ja auch nichts. Also hier können sie doch nicht sein. Das ist doch zugewachsen wie Sau. Nee. Sind sie auch nicht. Hier ist noch Licht. Was habe ich gesehen? Und hier waren wir eben. Sag mal, träume ich oder was? Es geht nur hier lang. Nicht so, wenn du schlägst. Nein, nicht schon wieder. Hilfe! Wow. Haltet es von mir fern. Haltet es von... Oh, ich höre dich doch gar nicht. Wo bist du denn? Weiß gar nicht, wo der sitzt.
Das darf mich nicht kriegen! Hilfe! Komm her, du Mistvieh. Helft mir, es loszuwerden! Helft mir! So, sehr gut. Oh, Gottes Willen. Tötet es! Tötet es! Ich bin noch dabei. Es darf mich nicht kriegen! Hilfe! Kommt es hier durch? Nee. Mist. Haltet es von mir fern! Tötet es! Tötet es! Wow! Es darf mich nicht kriegen! Hilfe! Na? Helft mir, es loszuwerden! Hab's doch fast. Super, noch ein Schuss. Helft mir, es loszuwerden! Helft mir! Sehr gut. Wow! Was für ein Riesenvieh! Sehr widerlich. Na, dann schauen wir doch mal, wen wir da haben, ne? Lass mich nicht um Arkais wählen. Frostbissgift und Eisenpfeile. Sehr cooles Vieh. Ich muss noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft haben. Ihr, hier drüben. Taschendiebstahl. Avel und Avel der Flinke. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Wo ist die goldene Klaue? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Gib mir zuerst die Klaue. Sieht das so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Erschlage Avel. Aha. Ach, geht so nicht. Es gibt nur, wenn ich ihn erst Feuer. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Ihr hättet nie herkommen sollen. Komm her, du. Komm her. Ich hab's gewusst, dass der abhaut. Nereva, leite mich. Gnade. Um Gottes Willen. Ich hätte ja auch... Oh, oh, da steht einer auf. Da vorne steht einer auf. Goldene Klaue brauche ich, das Tagebuch brauche ich. Okay, und mein Bogen... Da kommen echt so viele mehr. Komm schon. Okay, alles klar. Ich hätte ja auch auf ändern können auf die. Auf. Ja, auf meine Axt, aber. Ich würde sowieso noch ein bisschen trainieren. Bogenschießen. Mal sehen würde, so. Muss ich wieder die Kameraperspektive ändern? Boah, fast mit einem Schuss erledigt. Wahnsinn. Das Verstecken ist doch sehr effektiv. Wie funktioniert, wenn ich jetzt hier drauf steige? Dann geht das Ding los, habe ich recht? Also vorbeikriechen. Ob hier auch wieder welche aufstehen? Ich schieß mal einfach drauf. Nee, der lebt nicht. Ja, der lebt. Komm schon. Schnell neue Stufe gucken, was wir. Ja, ich würde bald sagen, ein bisschen Ausdauer wieder. Was habe ich jetzt? Schießkunst 26 erst.
Einhändig. Taschendiebstahl, Redekunst, Beschwörung, Zerstörung, Wiederherstellung, Veränderung. Da habe ich noch gar nichts gemacht, deswegen habe ich doch noch gar keine Werte. Blocken. Zweihändig, einhändig. Ich kann noch mal ein bisschen den... Ab und zu werde ich ja doch angegriffen. Ab und zu zumindest. Und ja, ich brauche bei für Schießkunst brauche ich, wie gesagt, den anderen Level, wenn ich 30 habe, erreicht habe. Das sollte eigentlich nicht mehr lange dauern. Ein bisschen Gold hat er. Wo ist mein Pfeil? Der lag auch eben hier. Okay. Mal da vorne das Vieh an, ich glaube, es lebt. Ja, steht auf. Da ist noch einer. Na, wo ist er? Da kommt er. Oder auch nicht? Nicht. Da ist er. Ihr seht ihn schon, ne? Laufen, da ist er. Das muss ich nur erwischen. Ob er sich wieder hingelegt hat? Nee, da ist er. Oh, super. Was für ein Schuss. Und noch einer. Verstecken. Sauber. Hahaha. So muss das. Gold. Eisenpfeil. Spitze. Diadem mit Onyx. Okay. Nordfall, Gold. Einen Jagdbogen habe ich schon. Ist auch nichts wert. Oh oh, das sieht auch gefährlich aus. Das geht so schnell. Wo kommen die denn raus? Ach, hier. Ist da irgendwo ein Zwischending, wo ich stehen bleiben kann? Nicht wirklich, ne? Boah, aua. Die leben doch auch hier. Der nicht. Die Kollegen auch nicht. Hab ich was zu essen? Damit ich mich wieder... Stellt 5 Gesundheitspunkte her. Bratkartoffeln auch nur 5. Leben. Der aufsteht. Der steht auf. Autsch. Meine Güte. Was für ein Schlag. Den habe ich gar nicht gesehen dazwischen drin. Aber den sehe ich. Und schieß. Ob es da noch mehr gibt? Nee, sieht gut aus. Da steht wieder einer. Den kann ich so... direkt in den Kopf schießen eigentlich. Dann müsste er gleich fertig sein, oder? Sehr gut. Hohoho. Das war ein klasse Schuss. Man freut sich. Also ich finde mit dem Bogen schießen, freut man sich über jeden gelungenen Schuss, mit dem man eben die Gegner gleich niederstreckt. Sehr schön. Ich kann eigentlich auch die Viecher hier beklauen. Nee. Die sind mir auch echt nicht geheuer, die Skelette hier. Ich stehe
stehe absolut nicht auf Zombies und so. Okay, was ist hier? Umdrehen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay, hier ist ein bisschen Licht. Hoffentlich keine Falle auf dem Boden. Okay, das sieht ganz gut aus. Hier ist eine Halle. Da vorne ist eine Truhe. Da kommen sie. Freundchen. Mit mir nicht. Da ist auch einer drin, oder? Scheint nicht so. Winziger Seelenstein. Und wie geht's hier weiter? Ah. Okay, alles gut. Schimmerpilze. Was liegt hier? Trollschädel. Nee, danke. Da vorne ist Licht. Licht ist immer gut. Und Pilze eigentlich auch. Das war's, ja? Okay, das ist eine Truhe. Gold, Dietrich, Rolle des Feuerballs, Zaubertrank. Oh. Ich gehe erstmal geradeaus. Licht. Ich mag Licht ein bisschen mehr wie dunkel. Oh. Aber ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder? Doch, da unten. Wo kommt denn der jetzt her? Hier springe ich nicht runter. Nee, nee. Der jetzt hier oben lang kommt? Ne, er ist weg. Schauen wir doch mal. Ich glaube aber, wenn ich hier lang laufe, komme ich da runter. Ja, ganz genau. Auf seinen Weg komme ich dann. Na, Freund, bist du hier? Ja, da ist er. Und tschüss. Oh, man sieht hier auch nichts. Geht man jetzt, glaube ich, jetzt hier runtergehen, oder? Ah, ne, da unten bringt... Doch, da unten scheint irgendwie... Ich gucke jetzt mal einfach. Nee. Blödsinn. Was soll ich hier unten? Ah, da ist eine Truhe. Ein totes... Ein totes Grittviech. Und keine Gegner, also mitnehmen. 3 Gold. Eine tote Leiche. Und... Aufschließen, okay. Vorsicht. Hier geht's gar nicht. Otsch. Nächster. Ich guck mal hier. Geht gar nicht. Na, nicht ganz so. Ja. Super. Gold. Das Eisenschild. Ist wie meins eigentlich. Also nicht wirklich lukrativ. Das Vieh will ich gar nicht durchsuchen. Das scheiß Rattenvieh.
Und es wird wieder spannend, Leute. Die Folge zieht sich ein bisschen, ne? Aber es ist auch wirklich abenteuerlich, was hier vor sich geht. Da vorne ist Licht, hier noch ein paar Pilze mit. Na, was haben wir hier? Okay, hier ist erstmal nichts. Da ist zu, das heißt rechts muss was sein. Oh, wieder so weitläufig. Ich hasse es. Da ist was. Da vorne, ich sehe es. Steht genau da in der Mitte. Aber kann ich niemals durchschießen. Ein bisschen Glück brauche ich da, wenn ich jetzt hier durchschießen will, ne? Also gesehen hat er mich nicht. Jetzt. Wow, ruhelose. Warum hat der so viel Leben? Wow, hab ich nicht gesehen. Klasse. Und schieß. Wow, der hat Kraft. Also der hat nicht. Der ist nicht gleich umgefallen. Gibt's hier noch mehr von denen? Ne, sieht gut aus. Deine zwei Hände will ich nicht. Ich schleife mich mal hier vor. Gucken wir doch mal, was hier kommt. Allerheiligstes. Okay. Schauen wir doch mal, was nun kommt. Okay, sieht bis jetzt ganz. Irgendwas höre ich. Na, danke. Kann ich die nicht hier durchjagen erstmal, die Viecher, wenn da was ist? Soll ich bitte hier durch? Da kommt was. Na, da kommt's. Und da ist es wieder. Da oben. Tot. Einen habe ich erledigt. Hier scheint nichts zu sein. Auf dem Tisch auch nicht oder so. Vielleicht irgendwas Kleines zum Verschenken. Ich kann ja eigentlich auch meine Waffe, glaube ich, mit dem Gift belegen. Da oben ist einer. Okay, den habe ich gesehen. Freund. Zeig dich nochmal. Irgendwo da hinten ist er. Da kommt er, da oben. Ich sehe ihn. Ah, wird sich bewegt. Unsichtbar. Steht genau dahinter. Oh, schleichen schon 30. Schön wäre jetzt, wenn der Bogen auch schon auf 30 wäre. Na komm schon, zeig dich. Er will einfach nicht. Da ist er. Komm doch ran hier. Freund, da kommt sie. Und tschüss.
Achso, das war der andere, ne? Oh, Nordpfeile, super. Ja, Pfeile sind rar. Ich habe jetzt sogar schon 100 Pfeile, glaube ich, verballert. Bin mit weit über 100 hergekommen. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ah. Okay, das sieht irgendwie ganz geschillt aus. Hier kann auch nichts aus den Wänden raufsteigen wieder oder sich wiederbeleben. Sehr gut. Wieder ein enger Gang. Links ist zu, rechts ist offen. Okay. Hier scheint es keine Wächter zu geben oder sowas. Okay. Ach, die muss ich die Ringe benutzen. Dann schauen wir uns doch erstmal die Drachenklaue an. Wo haben wir sie denn? Oder sonstiges? Goldene Klaue, da sieht man's. Oben Bär. Schmetterling, unten irgendwie. Weiß der Geier, äußere Ring. Eule ist das wahrscheinlich. Also, Bär. Schmetterling und unten dann Eule. Oder Motte oder was der Geier oder Fledermaus. Und dann die Drachenklaue da rein. Sesam, öffne dich. Alles bereit. Habe ich die Klaue wieder mitgenommen oder hingeschickt? Okay, da vorne ist auf jeden Fall Party angesagt, Leute. Festhalten. Was haben wir denn? Da ist ein Sarg. Da steckt auf jeden Fall einer aus, oder? Hier scheint nicht zu sein. Ich schieße mal auf den Sarg. Ich muss mir erstmal hier einen Überblick verschaffen. Hatte ich nicht noch schon Level Up? Ich guck noch mal kurz, ob ich. Nee. Schießkunst erst 27. Ich muss noch ein bisschen üben. Bis ich die 27 erreiche, kann ich eigentlich hier auf Defensivspezialist gehen. 20%. Sehr gut. Machen wir doch gleich, oder? Hier scheint es überhaupt nichts zu geben. Oh, jetzt wäre ich beinahe hier runtergefallen. Schauen wir doch mal. Im Zweifelsfall kann ich die auch noch anschreien, oder? Ja, das. Hier kommt einer raus, das weiß ich. Oh, des linken Fingers. 20% Taschendiebstahl aus dem Quatsch. Brauche ich nicht, aber ich nehme sie mal mit, die sind wertvoll. Hier noch. Schwaches Gift der Erzürnung. Also aufstellen. Unerbittliche Macht. Schnell.
der mich angeschrien? Kann ich nicht auch schreien? Oh, er schlägt da deftig zu jetzt. Okay, er ist zumindest tot. Jetzt muss ich mal gucken. Schnell was essen. Brot. Ein Gesundheitspunkt. 6 gegrillter Lauch. Honigbräu mit. Ausdauer reduziert. Was? Regeneriert sich um 20 Sekunden lang 25% langsamer. Das geht los. Honignussschnitte. Kaninchenkeule. Jo, wenn wir schon am Essen sind, ne, nehmen wir gleich alles mit. Lachsfleisch, Lachsbraten. Was ist alles? Und ein Apfel. Apfel ist immer gut. Was hat er denn hier? Drachenstein. Gold. Knochenmehl. Altes Nordschwert der Kälte. Okay, klasse. Bringe den Drachenstein zu Farangar. Kommen wir jetzt einfach hier raus? Ich glaube schon, ne? Okay, das war klasse. Auf jeden Fall richtig, richtig packend. Warum hat das mit dem Schrein nicht funktioniert? Das hat mich ein bisschen gewundert. Magie. Oder hat er mich angeschrien? Den Kampfschrei habe ich ausgestattet. Und mit R wollte ich eigentlich schreien. Aber ich kann nur einmal am Tag. Ach so. Ich verstehe. Zerstörung, Flammen, Heilung, Schreie. Und Kräfte. Unerbittliche. Deine Stimme ist ungezügelte Energie und stößt alles und jeden zur Seite, der sich dir in den Weg stellt. Ah, sammle Drachenseelen, um Schreie zu erlernen. Okay. Wenn es denn so ist, Frostresistenz, Schreie verstärken. Mach mal das Loch hier auf. Ich sehe ja gar nichts mehr. Kann ich einfach hier raus stolzieren oder muss ich aufpassen, dass noch irgendwas mich bearbeiten will von der Seite oder so? Was haben wir denn hier? Lederarmschienen. Oh ja, die nehme ich mal mit. Was haben wir hier? Bergblume, blaue. Das ist, glaube ich, hier die Opfergaben. Ah, da oben geht's raus. Also. Wow, was ein cooles Abenteuer. Jetzt mache ich mich auf den Weg zurück. Gucken wir doch mal, wo wir hier gelandet sind, oder? Auf jeden Fall gibt es hier noch eine Höhle, so wie es aussieht. Direkt vor mir. Oder hinter mir anscheinend dann eher, ne? Das ist... Wir gucken mal, wo ich gelandet bin, Leute, auf der Karte. Aktueller Standort, okay. Und was denn da soll es noch eine Höhle geben? Dann würde ich sagen, habe ich noch ein bisschen Platz in meinen Taschen? Da gucken wir mal schnell rein. Ja, nicht mehr viel, aber ich denke, wir könnten ja nochmal die Höhle da vorne erkunden gehen, bevor es nach Hause geht. Es war stockduster und ich habe eigentlich... Muss ich die Sachen abgeben? In der nächsten Folge geht es dann zurück und wir schauen mal, wie es die Geschichte vorangeht oder vorantreibt mit dem gefundenen Drachenstein. Also, bis dann, euer Bergi. Ciao.